Smarana, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich heute zur Tagesenergie in der Schwingung der Jungfrau. Der Planet ist hierzu der Merkur. Hier geht es um Gedanken, um die Energie der Luft. Die Jungfrau klärt deine Gedanken. Die Jungfrau analysiert ganz genau. Und so schließe deine Augen und spüre in deinen Körper hinein, so fällt es dir leichter, die beschriebenen Worte zu folgen. Lasse dich fallen in dein Herz hinein. Komme ganz bei dir selber an. Die Jungfrau sagt, ich analysiere. So möchte diese Energie dich heute begleiten und so kannst du für dich wahrnehmen, wie du dich in jedem Moment fühlst. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich lasse ganz los. Lasse dich hineinsinken in diese wunderbare Energie und nimm die Energie, ich nehme wahr, bei allem, was ich tue. Ich bin im Hier und Jetzt. Lasse deinen Alltag, wie du ihn normalerweise lebst, einmal beiseite. Beobachte in jedem Moment, was deiner Arbeit im Wege steht, was in deiner Arbeit sich zeigt. Bin ich vielleicht zu arbeitsam, zu analytisch im Detail? Nimm dein Tun heute gelassen. Lasse los, was dir nicht dienlich erscheint. Und sage deine mentalen Muster. Du hast jetzt Pause. Und lasse dich nicht auf Diskussionen ein mit deinem Ego, welches dir vielleicht Angst macht, weil es dir erzählt. Und dies geschieht aus dem Unterbewusstsein heraus, was du als Kind gelernt hattest, um dich anzupassen, dass es gefährlich wäre, es nicht so zu machen, wie es immer geschieht, oder es nicht so zu machen, wie es alle machen. Genau dieses ist der Kreuzungspunkt, an dem Wandlung geschieht, über die Grenze hinausgehen. Probiere es aus, es geschieht dir nichts. Du wolltest es ohnehin schon lange anders. Wenn du es erkennst und deiner Seele vertraust, zeigt sie dir den Weg in dein inneres Potenzial. Und so fühle heute hinein in der Energie der Jungfrau. Lasse dich nicht verstricken. Du weißt, jedes Chakra schwingt in Yin und Yang, in der Verstrickung, im Ausgleich. Und so lasse all dies in die Mitte kommen in dir. Lasse in jedem Moment los, wenn es dir schwer fällt, und zentriere dich wieder in der Erdung in Smarana. Und so lasse die Erdungskugel in dir entstehen. Bitte die universelle Quelle, dir die Erdung zu bringen, und nimm wahr, wie diese über dein Schädeldach zu dir fließt, dich umhüllt, deinen ganzen Körper,
dich heute schützt vor Energien, die dir nicht dienlich sind. Und so nimm aus deinem Herzen heraus wahr, aus deinem Sonnengeflecht, wie jetzt aus dem Kreuzungspunkt der Acht alle nicht mehr dienliche Energie, jeder Zweifel nach außen geschoben wird. Außerhalb deiner Aura und diese von den Engeln abgetragen wird. So dein Resonanzfeld gut in der Schwingung sich befindet, du dich aus dem Herzen heraus mit Mutter Erde verbindest und mit der universellen Quelle. Und so bist du für heute in deiner Mitte und du kannst deinen Tagesablauf für dich ganz individuell gestalten und vergesse nicht den Rückzug. Gehe hinaus in die Natur. Nimm die Schönheit wahr, die Jungfrau, in der Energie sehr konzentriert, zentriert auf die Schönheit, diese Klarheit der Lilie. Visualisiere dir eine Lilie vor deinem inneren Auge und gehe den Weg des Lichtes und der Liebe, denn du weißt, du bist getragen von der göttlichen Energie. In deinem Sonnengeflecht sich die Blütenblätter deiner Energie befindet und in jedem Blütenblatt wunderbare Aspekte sich befinden, die dein inneres Sein ausgleichen mögen. So ist die universelle Stadt auch die Stadt in dir, in der du selbst all die Tore hast zu all den Energien, zur universellen Energie. Ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen in der Energie der Jungfrau. Smarana.